ist der Eingang und da gehen wir jetzt rein. Willkommen zur Spendenübergabe vom 5. 7 Days to Charity Event. Ihr habt dieses Jahr für die Essener Elterninitiative krebskranker Kinder gespendet. Und man erkennt es jetzt auf den ersten Blick nicht so. Wir sind dieses Jahr nicht vor Ort. Wir wären natürlich sehr gerne vor Ort gewesen, aber aus Gründen der Pandemie haben wir uns dann auch gemeinsam mit der Einrichtung dafür entschieden, dass wir sagen, wir machen das per Videokonferenz. Ist für uns natürlich auch neu. Vielleicht ist die Qualität nicht die, die ihr gewohnt seid, aber ich denke mir, dass wir die Inhalte von dieser Einrichtung auch so transportieren können. Und für die Inhalte stehen hier zwei sehr reizende Damen zur Verfügung von der Essener Elterninitiative. Wären Sie so freundlich und können sich mal eben ganz kurz selber vorstellen und auch Ihre Funktion in der Einrichtung benennen? Ja, hallo, da würde ich anfangen. Ich bin Birgit Langwieler und bin stellvertretende Vorsitzende des Vereins und bin ungefähr seit 20 Jahren dabei. Sehr schön. Und an meiner rechten Seite habe ich die Frau Krieger. Ja, genau. Ich bin die Lara Krieger und ich bin seit 6 Jahren dabei und bin hier normal angestellt, sage ich mal, weil der Verein mittlerweile so groß ist, dass es auch Angestellte gibt. Und ich bin zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise, Betreuung der Ehrenamtlichen, Veranstaltungsorganisation, so ein bisschen quer durch, sage ich mal. Quer durch, das ist schön. Das ist, bevor wir heute zur Spendenübergabe kommen, würden wir natürlich ganz gerne noch einen genaueren Einblick über Ihre Einrichtung erhalten. Wir haben uns natürlich vor der Spendensammlung natürlich schon damit beschäftigt, was Sie so machen. Aber vielleicht erklären Sie es nochmal uns und auch den Zuschauern vor allen Dingen vielleicht mal so, als hätten wir noch nie was davon gehört. Also wenn, ne? Mache ich das gerne. Und zwar sind wir ein eingetragener Verein, der 1983 gegründet wurde, und zwar von selbstbetroffenen Eltern. Mhm. Also das heißt Eltern, deren Kinder an Krebs erkrankt waren und die also selber hautnah miterlebt haben, in was für eine Situation man da von heute auf morgen rein katapultiert wird und welche Schwierigkeiten da dran hängen, weil im Endeffekt neben, klar, im Vordergrund steht die Sorge ums Kind. Und wie die Behandlung vonstatten läuft und die ganzen Auf und Abs damit. Aber an der Situation der Familie hängt ein wahnsinniger Rattenschwanz von Problemen, sag ich mal, die dann auf einen zukommen. Und die damalig betroffenen Eltern haben sich gedacht, okay, wir, ne, also als deren Behandlung durch war, haben sich also überlegt, dass sie aktuell betroffenen Eltern da unbedingt mal unterstützen wollen. Und eins der Hauptthemen, die sich ganz schnell aufgetan hat, ist eine Übernachtungsproblematik. Mhm. Also das kennt vielleicht jeder, dass man, wenn das Kind stationär im Krankenhaus aufgenommen ist, dass man sich dann auf so eine Pritsche mit ins Zimmer legen lassen kann. Das hält man in der Regel nicht lange durch, weil da noch vielleicht drei andere liegen und alles piept die ganze Nacht und man hat überhaupt keine Infrastruktur. Und noch schwieriger wird es natürlich, wenn das Kind nur in Anführungsstrichen ambulant aufgenommen ist, weil dann schläft man nicht nur selber, dann weiß man halt gar nicht, wohin. Hm. Und dazu noch mit dem krebskranken Kind. Ja. Also das ist so die eine Hauptproblematik, die sich schnell rausgestellt hat. Und die andere ist natürlich auch die psychosoziale Unterstützung. Also einfach die Unterstützung, die man in der Situation braucht, psychisch wie auch ganz praktisch. Ja. Aber so ist dann die Idee entstanden. Und damals, 1983, waren natürlich die Verhältnisse in der Klinik auch noch etwas anders. Da gab es ja auch noch gar nicht dieses Verständnis, dass Kinder die Nähe der Eltern brauchen und dass es auch unterstützt bei der Heilung. Ja, und so hat sich das dann mit den Jahren so weiterentwickelt. Ja, bis zu den drei Häusern quasi, die jetzt hier stehen. Ja, Sie hatten, glaube ich, auch verschiedene Häuser im Laufe der Zeit. Ne? So wie ich das mal, glaube ich, in der Historie auf der Seite, gab es so verschiedene Hausnummern. Die sind aber alle um die Ecke oder dicht dabei halt oder so. Ne? Ja, genau. Die sind alle nebeneinander. Mhm. Also es ist, wir sagen auch das Elternhaus, ne? Weil die sind auch im Erdgeschoss miteinander verbunden und im Untergeschoss auf den Etagen nicht, weil dann würde man einfach nur Platz verlieren. Es sind eigentlich immer Anbauten, Erweiterungen gewesen, weil immer eigentlich nach einer gewissen Zeit klar war, es reicht nicht. Und damit haben wir jetzt 35 Familienzimmer.
Das sind sehr viel. Da war ich ja auch schon damals überrascht, als wir das erste Mal miteinander telefoniert hatten. Sie haben ja sehr viele, wie viele Menschen haben Sie denn so bei sich, wo Sie sagen können, dass die Ihnen bei Ihnen im Hause aktiv helfen? Und sind da pädagogische Stellen dann bei? Oder? Man muss sich ja schon vorstellen, die Eltern gehen in der Regel zum Arzt, bekommen die Diagnose und kommen dann aus fremden Städten und Ländern hier nach Essen und stehen ja erstmal vor einem riesigen Berg von Problemen. Das heißt, die erste Anlaufstelle unserer Hausleitung, nennen wir sie immer, im wahrsten Sinne des Wortes, erste Anlaufstelle, also keiner kommt an der Hausleitung vorbei. Und dort erfolgt natürlich erstmal bürokratisch, muss es ein bisschen sein, die Aufnahme, aber dann auch gleich Gespräche, wo eine Unterstützung stattfinden kann, was benötigt wird und die Familienverhältnisse. So. Also da wird schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis aufgebaut von Anfang an. Die Familie wird dann auch während der ganzen Zeit ständig weiter betreut hier bei uns. Ne? Und tatsächlich durch alle Auf- und Abs, die es da halt gibt. Ne? Also es gibt Trauertränen, es gibt Freudentränen, es gibt irgendwie Hoffnung, es gibt irgendwie, es gibt nichts, was es nicht gibt. An Stimmungen oder auch an Problemen streckenweise, die manchmal ganz trivial erscheinen vielleicht, aber in so einer Situation schwierig sind. Ja, ja. Am Anfang wurde natürlich auch alles drumherum und die Angebote halt, die wir machen, vom Ehrenamtlern wurde das durchgeführt, nur ab einer bestimmten Zimmeranzahl und Größe ging das dann einfach nicht mehr. Ne? Und da sind dann halt Leute, ich sag mal, ganz normal eingestellt worden. Und im Moment findet ein Wechsel statt, aber wir haben eigentlich 5 Sozialpädagoginnen, sage ich mal, die wirklich auch werktags von 8 bis mindestens 18 Uhr, sag ich mal, im Schnitt da sind und richtig eine Übergabe machen, damit auch jeder immer weiß, okay, welche Familie hat gerade welchen Termin und wo stehen die, haben die eine schlechte Nachricht bekommen oder nicht. Da kann man ja, man ja darauf vorbereitet sein, die Angebote für die Kinder durchführen. Also es geht ja auch nicht nur um Betreuung, sondern auch um Freizeitangebote. Ja, und dann gibt es noch ein wichtiges Team, das sind die Hauswirtschaftskräfte, weil Hygiene ist hier natürlich ein Riesenthema, auch schon vor Corona gewesen. Ja, genau, das glaube ich weil auch. Die Kinder natürlich alle durch die Behandlung geschwächtes Immunsystem haben. Gibt es noch eine Dame aus der Buchhaltung und mich, also so als festangestellte Gruppe. Genau, und wir haben eine, auch ganz, ganz wichtig für die Familien, eine vollzeitangestellte Erzieherin, die aber gar nicht hier bei uns im Haus ist, sondern nur auf der onkologischen Kinderstation und da die Kinder halt betreut. Das ist auch wirklich super. Das ist eine gute Sache. Da hätte ich Sie auch noch drauf angesprochen. Genau, die ist auf der onkologischen Kinderstation. Das ist auch die Information, die ich habe. Für so solche Sachen sind die normalen Kostenstellen sehen das halt nicht vor. Ne? Das heißt, ohne sie würde es diese Person und auch die ganze pädagogische Betreuung hier im Haus ja gar nicht geben. Das ist ja... wird ja seitens der Kassen halt nicht finanziert. Deshalb ist ja, glaube ich, auch so wichtig, dass es solche, ja auch die Spendenzuwendung gibt. Ne? Sie sind ja quasi ausschließlich spendenfinanziert an der Stelle. Ne? Ja, spendenfinanziert und Mitgliedsbeiträge. Und Mitgliedsbeiträge, das ist super einzeln. Wir bekommen von den Krankenkassen für die Leute, die bei uns übernachten können, pro Übernachtung, also egal wie viele Leute das auch immer sind, kommen wir 22,50 Euro und wir haben mal ausgerechnet, so kalkuliert, wir liegen bei knapp 50 Euro, die wir an Unkosten haben. Also da sind dann natürlich Strom und alles, was dazugehört, mit eingerechnet. Aber wie man dann sieht, das deckt die Kosten bei weitem nicht. Ne? Man hat ja schon von vielen verschiedenen Krebsarten gehört, wie Leukämie, Brustkrebs, Hautkrebs. Gibt ja ganz vielfältige Krebsarten. Bei Ihnen findet man auf der Webseite sehr viel Informationen zum Retinoblastom. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Was ist denn ein Retinoblastom? Also mit einfachen Worten. Erklären. Das ist ein Netzhauttumor. Ein Tumor auf der Netzhaut. Das ist sehr selten. Das ereilt nur Kinder von 0 bis ungefähr 5 oder 7. Ich weiß gar nicht. Ja, also so in dem Alter, ne, wenn man das eigentlich... Dann wird man es auch nicht mehr kriegen, kann man sagen. Und von den rund 1800 Kindern, die pro Jahr an Krebs erkranken, haben 2% dieses Retinoblastom. Also es ist wirklich sehr, sehr selten.
Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass 99% der Kinder, die es kriegen, die werden in Essen behandelt. Wenn man hier durchgeht, dann könnte man den Eindruck bekommen, boah, das ist wie der Tumor, den die meisten Kinder haben auf der Welt. Das ist aber nicht so, sondern es ist halt hier im Haus tatsächlich so, weil das halt in Essen behandelt wird, Die sind dann quasi alle bei Ihnen versammelt. Das ist aber schon interessant. Das erklärt dann wahrscheinlich aber auch diese vielen Elternwohnungen. Weil wenn sich dann deutschlandweit, also wenn Sie so ein großes Einzugsgebiet haben, die wollen ja natürlich auch überall unterkommen. Ne? Und Das ist aber nicht nur deutschlandweit, das machen wir weltweit. Ne? Also man muss sich ungefähr vorstellen, dass wir pro Jahr 14.000 Übernachtungen haben. Aufgeteilt auf die Zimmer bisher, also ein ständiger Wechsel. Es gibt bestimmte Rhythmus, da kommen die Kinder zum Erstgespräch natürlich zur Behandlung und dann können die in der Zwischenzeit wieder nach Hause gehen und je nachdem, welche Therapie angesetzt wird, kommen die auch regelmäßig zu uns wieder zur weiteren Behandlung oder ganz viele Jahre auch zur Nachsorgeuntersuchung. Da sind die Zeitabschnitte natürlich entsprechend kürzer, aber es ist schon, geht die Behandlung schon über Jahre. Und da haben Sie quasi, die kommen aus halb Europa dann? Kann man sich das? In aller Welt. Wir hatten neulich noch eine chinesische Familie hier aus Hongkong, Iran. Also das ist jetzt nicht so häufig jetzt, ne? Wenn wir natürlich aber es ist ja schon mal sehr interessant zu wissen, dass wir hier in Deutschland eine so spezialisierte Klinik hat, dass das also so. So fundiert ist, dass wir auch aus anderen Ländern Sachen einziehen. Das wusste ich auch nicht, muss ich sagen. Das ist sehr neu. Ich glaube, Sie, Frau Krieger, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, Sie hatten erwähnt, dass diese Krebsart, die wird bestrahlt. Also ich kenne halt die intravenöse Behandlung von anderen Krebsarten. Jede Krebsart hat ja eine unterschiedliche Behandlung. Und die Bestrahlung ist ambulant nur. Ne? Das heißt, die Kinder bleiben nicht über Nacht in der Klinik oder habe ich das mir mal falsch notiert? Ich glaube, das wird natürlich auch unter anderem durch Bestrahlung behandelt. Ja. Aber was Sie sich gemerkt hatten, mischt sich, glaube ich, ein bisschen mit der Protonentherapie. Da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen. Das ist das, wo die Kinder immer nur ambulant sind. Also auf jeden Fall das Retinoblastom, das behandelt man mit, dann kommt auch die Chemo drin vor und diese ganz klassischen Strahlungsarten. Also es gibt da auch was, jetzt dürfen wir mich aber nicht medizinisch zu sehr festnageln. Ich erkläre das jetzt mal so dilettantisch, wie ich das kann. Und da wird zum Beispiel, um irgendwie eine, gewisse chemische Lösung von hinten in den Augapfel einzuspritzen, wird dem Kind ein Täler durch die Hüfte gelegt, irgendwie durch den Körper durch, nach hinten durch. Und da wird dann wirklich punktgenau das Nötige reingespritzt. Also das ist irgendwie, das kann man gar nicht glauben. Und dann reagiert die Bestrahlung auf diese Flüssigkeit, die da eingeführt worden ist, quasi dann nur, ja? Das ist eher die Chemo. Das ist eben chemische Lösung. Die Klinik hat jetzt ein zweites Standbein auch schon seit einigen Jahren aufgebaut. Das ist eben dieses Protonenzentrum. Und dort kann man zielgenau bestrahlen. Das ist also für das umliegende Gewebe nicht mehr so schlimm. Also ist für die Kinder vor allen Dingen auch viel angenehmer. Und da ist es schon so, dass da gehen die Kinder jeden Tag hin, je nachdem wie alt die sind, werden die auch jeden Tag sediert und dann bestrahlt. Und anschließend kommen die wieder quasi zurück zu uns dann. Sie hatten zwischenzeitlich auf Better Place, ich habe bis heute noch mal geschaut, Sie hatten ja noch ein zweites, kleineres Projekt mit Blindenspielzeug. Das ist ja mittlerweile doch finanziert. Da fehlten ja irgendwie über ein paar Wochen noch einige hundert Euro. Und erstmal Glückwunsch dazu, dass das sogar noch kurz unabhängig von uns mitfinanziert worden ist. Ich meine, gut, die Heilungschancen für den Retinoblastom sind zwar sehr groß, mit, glaube ich, über 90% oder 95%. Es gelingt sicherlich nicht bei jedem Kind. Sind die denn während der Behandlung oder bis der Tumor abgeklungen ist, sind die wahrscheinlich stark sehr eingeschränkt, ne, denke ich mir? Oder wie kommt es dazu, dass sie quasi Spielzeug für Blinde oder für sehr Eingeschränkte dann da haben? Das wird ja stark damit zu tun haben, wenn der Tumor auf der Netzhaut ist, dass das schon beeinträchtigt ist, ne, die Sicht.
Es kommt ja auch darauf an, ob es nur ein Auge betroffen ist oder manchmal kommt es ja auch vor, dass beide Augen betroffen sind. Und natürlich sind die Heilungschancen schon sehr groß, ja. Mhm. Ich muss aber auch mal sagen, die Nebenwirkungen bleiben oft auch ein Leben lang. Und eine bei diesem Retinoblastom ist also eigentlich auch eine Sehbehinderung. Ne? Ah, okay. Mhm. Manchmal ist der Verlauf ja auch so, dass das Auge behandelt wird, also mal eins oder beide, und sich halt rausstellt, nein, es wird immer zu gefährlich, ne? Dass dadurch sich also der Tumor streut und dann muss das Auge halt amputiert werden, so dass das Kind dann halt auf einem Auge auch meinetwegen blind ist, auf dem anderen sehr eingeschränkt oder teilstreckenweise haben wir natürlich auch schon erlebt, dass im Endeffekt ne, erst das erste Auge und dann das zweite, also das kann halt auch nötig werden, dass beide Augen amputiert werden, dann kriegt das Kind eine Prothese. Das ist sehr, sehr wichtig auch für die Entwicklung der Kinder, ja, weil ja das Umfeld auch darauf reagiert. Ne? Es ist medizinisch wichtig, damit die Augenhöhle nicht einfällt, aber es ist vor allen Dingen auch für die Entwicklung des Kindes wichtig, weil die einfach sonst auch irgendwie unheimlich gehänselt werden. Ne? Also grausam. Ja. Einfach auch so. Es ist ja generell leider immer ein Problem. Und, die Kinder wachsen ja auch und demnach wächst die, muss die Prothese ja mitwachsen. Also so, dass im Laufe eines Lebens schon einige Prothesen zusammenkommen. Ne? Über das Wachsen von Augen habe ich mir bisher nie so Gedanken gemacht, aber ja. Ja, doch schon. Also vor allen Dingen im Alter so 0 bis 5 da. Wächst er sicherlich an, da wächst er so ziemlich alles im Körper halt. Ne? Und ja. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen später jetzt eingereiht, aber wenn man auf ihrer Webseite findet man unter anderem ja auch die Aktion Mutperlen für Kinder. So. Wir wissen seit 2 Jahren von diesen Mutperlen und wir achten eigentlich auch, also seitdem wir die Mutperlen kennen, jedes Jahr auch irgendwie besonders drauf, möglichst eine Einrichtung zu finden, die auch kennt und unterstützt. Und man findet ja auf ihrer Website auch Informationen dazu, weil wir finden die also eine wunderbare Sache. Und ich würde ganz gerne wissen, welche Erfahrungen haben Sie denn als Person oder als Initiative mit diesen Mutperlen gesammelt und was bedeuten die so für euch? Weil ihr habt die ja auch schon ein bisschen hervorgehoben auf der Webseite, die Mutperlen. Ja, das Projekt ist entstanden eigentlich in der Stiftung, der Kinderkrebsstiftung. Und dann haben sich die Vereine zusammengesetzt und haben gesagt, ja, können wir uns auch vorstellen für unser Krankenhaus. Und dann gab es quasi eine Grundausrüstung, die wir dann auch natürlich käuflich erwerben, an die Klinik weitergegeben haben. Und da erfolgt auch die Verteilung. Das heißt, für alles, was die Kinder in ihrer Behandlung mitmachen, also für jeden Pieks, für jede Untersuchung, gibt es bestimmte Perlen. Mhm. Und nach jeder Untersuchung gibt es dann eine Perle, die sehen ja auch verschieden aus, gibt ja verschiedene Modelle. Mhm. Ja, und es ist dann wirklich so, dass die Kinder untereinander ja, sich die Ketten zeigen, wie viele Perlen sie schon bekommen haben, wie weit der andere ist, sodass man sich ungefähr vorstellen kann, auch wie weit die Behandlung ist. Also das ist für die Kinder eigentlich auch ein Austausch untereinander immer wieder. Ne? Also gibt es dann auch so Sachen wie, guck mal, meine ist länger. Also man trägt die ja mit Stolz auch rum. Ich meine, ich habe glücklicherweise auch mal eine zur Verfügung gestellt bekommen. Ich trage die auch mit Stolz hier vor mir hin. Die ist ständig an meinem Mikrofon, die gebe ich auch nicht aus der Hand. Die ist immer in meiner Nähe. Und da sieht man auch die verschiedenen Perlen. Das fängt, glaube ich, mit einer Ankerperle an. Die habe ich hier, glaube ich, aber gar nicht dran. Mit einer Ankerperle an und dann gibt es verschiedene für Amputationen, für MRTs, für den Geburtstag, die Smiley-Perle, die wir hier auch haben. Da. Das müssen sie sein, wenn die scharf gestellt werden kann. Nee, wird sie nicht. Und so individuell wie jedes Kind ist es auch in der Regel die Kette. Ne? Und so, dass wirklich untereinander darüber sprechen, warum hast du die und ich die noch nicht. Und ja, dem einen ist die Untersuchung nötig, bei dem anderen vielleicht 2-3 Mal. Wir bekommen das auch manchmal mit, oder jedenfalls soll ich das, also manchmal sehen wir ja, ne, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, dann kommen die Kinder ja zur Kontrolle, hat die Frau Lange wieder schon gesagt, immer mal wieder, so dass wir Kinder, die wir ne,
was weiß ich, die drei waren, als sie zum ersten Mal hier waren, sind dann irgendwann, dann kommen die auch mal vielleicht so einfach vorbei, dann sind die auch einmal 17, 18. Ja. Und da erzählte also auch einer, dass diese Kette auch nicht nur auch eine Erinnerung an diese ja für die total wichtige und prägende Zeit ist, sondern auch den Verlauf. Also es gibt ja auch ne, gute Tage, schlechte Tage ja. und so, dass die dann anhand dieser Kette das auch nochmal, also erzählte dieses Mädchen, dass sie das auch mal dann so durchgehen kann. Natürlich erinnert die sich nicht an jeden Peaks, darum geht es auch nicht. Nee. Aber tatsächlich zu sehen, boah, was habe ich da meistern müssen? Dazu ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen ist es auch so ein bisschen wie so eine Legitimierung. Ne? Dass, also die Kinder haben ja auch nicht nur körperliche Einschränkungen vielleicht ihr Leben lang, obwohl sie geheilt sind, sondern vielleicht auch, ne? Das, ja. hinterlässt auch, das hinterlässt sicher auch Spuren in der Psyche, ja. Das ist Krebs das ja ist immer. Oder schwere Krankheiten halt. Ne? Also das glauben wir auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es erzählt ja auch die Geschichte dann eigentlich über den Sieg über den Krebs, weil irgendwann ja. ist er ja auch überwunden. Leider nicht bei allen Kindern natürlich, aber doch bei den meisten. Insofern ist es ja... zwar eine Geschichte des Leidens, aber letztendlich auch eine Geschichte des Sieges am Ende, nachher. Die man sich dann selber für sich nochmal angucken und in Erinnerung rufen kann. Ist ja schon dann was Positives an der Stelle. Ich habe noch was anderes auf Ihrer Webseite gelesen. Jetzt hatte ich vorher vergessen, Sie nochmal darauf anzusprechen. Sie haben die Aktion Leo Löwe. Können Sie was darüber erzählen? Und haben Sie... Das ist Leo, der Löwe. Das ist Leo Löwe? Ach, der ist süß. Und ja, ich sag mal, davon haben wir Käfig voll im Keller. Käfig voll im Keller, das ist gut. Ja, den packen wir zusammen mit Informationsmaterial und einer Tasche, die wir ja auch den Eltern zur Verfügung stellen und geben das in der Klinik ab. Und dort bekommt jedes Kind, was neu aufgenommen wird, einen Löwen. Das kann man sehen, da ist auch unser Logo drauf. Mhm. Und dann steht dann, sei stark wie ein Löwe. Also ein symbolisches Zeichen auch für die Kinder. Mhm. Das ist schön. Was kriegt dann auch die Begleitung für die Therapie sein soll. Ne? Mhm. Und unsere Erzieherin, die auf der onkologischen Kinderstation ja ist, die holt die dann halt immer ab. Ne? Mhm. Da ist so Brief auch dabei, der das so ein bisschen erklärt für die Eltern oder dass sie das ihren Kindern vermitteln können, auch in mehreren Sprachen. Ja, und die holt dann immer hier, kommt hier regelmäßig und nimmt sich wieder neue Taschen mit. Und die ist ja auch diejenige, die mit als Erste auf der Station Kontakt zu den Familien hat. Mhm. Kann das dann, ne? Also, weil unsere Angebote generell, egal was wir tun, sind sowieso nicht nur für die Familien gedacht, die jetzt hier bei uns im Elternhaus wohnen, sondern für alle betroffenen Familien. Also wir machen auch Angebot auf der onkologischen Kinderstation, mhm. so ein Elterncafé oder einen gemütlichen Abend. Und da werden alle Familien eingeladen, sei es jetzt nur die Eltern oder auch mit ihren Kindern, auch zu uns zu kommen. Wir sind ja nur quer über die Kreuzung sozusagen. Genau, Sie sind gleich gegenüber vom Klinikum, ja. Und sei es, dass die Eltern hier einfach mal einen Kaffee trinken, wenn klar ist, okay, das Kind ist jetzt ne, irgendwo in der Behandlung, keine Ahnung, dass die hier einfach mal einen Kaffee trinken können oder auch ein Gespräch halt haben können mit unserem psychosozialen Team. Wie gesagt, all diese Dinge beschränken sich nicht nur auf die Familien, die hier bei uns wohnen. Und so mhm. auch der Leo Löwe ist für alle Kinder so und der Begleiter. Das ist gut, das freut mich. So, ich komme hier so langsam am Themenende an. Der Grund, warum wir jetzt leider nicht persönlich vor Ort sein können, ich hätte sie auch gerne mal irgendwie einen Arm genommen oder so, aber das wäre ja sowieso nicht möglich in dieser Zeit, ist natürlich die Corona-Pandemie. Und es beschäftigt uns ja alle irgendwie das ganze Jahr schon. Und sie muss es ja ganz besonders, also nicht nur persönlich als Mensch, da beschäftigt sie das genauso sicherlich wie mich. Aber wie erleben Sie als Einrichtung oder also gerade bei Ihnen jetzt die Situation eigentlich mit Corona in diesem Jahr, gerade wo Sie ja auch immungeschwächte Kinder bei sich haben? Ja, also hier hat es jeden erstmal hart getroffen. Man kann jetzt sagen, wir hatten ja ein bisschen Vorlaufzeit. Man hat ja schon von außen schon mal gehört, dass es da was gibt. Und mhm. Aber irgendwann kam Tag
X, wo wir auch sagen mussten, so, wir müssen uns jetzt auch abschotten. Allein schon wegen der Kinder, weil das Immunsystem besonders gefährdet ist. Aber wir als Vorstand natürlich haben ja auch eine Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber. Die müssen wir ja auch schützen. Ja. Es hat sich dann auch natürlich ergeben, dass die Klinik auch etwas weniger Behandlung durchgeführt hat, sodass wir das hier allgemein etwas reduzieren mussten, einfach auch. Mhm. Ja, dann kamen die ersten Spenden an Masken, die wir natürlich auch verteilt haben. Und das heißt auch immer für die Frau Pflegler, die muss wieder neue Zettel schreiben, für alle Eltern darauf aufmerksam machen, Maskenpflicht und dies müssen wir machen, jenes müssen wir machen. Wir mussten natürlich aufstocken, ganzes Desinfektionsmittel. Reinigungspläne mussten natürlich auch neu erstellt werden. Wir mussten auch teilweise die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Auch, ja. Leute in einem kleinen Büro konnten wir ja auch nicht verantworten. Ne? Ja, das stimmt. Also auch hier haben wir versucht, und was auch uns persönlich getroffen hat, wir mussten leider auch unsere Ehrenamtlichen ausschließen quasi aus unserem Haus, also wirklich die Tür schließen. Das heißt, es gab ja immer hier auch Montagskochen, haben Ehrenamtliche gekocht für Eltern, die angekommen sind. Es gab Sonntagskaffee, es gab so viele Möglichkeiten, wo Ehrenamtliche sich eingebracht haben. Ja. Und das mussten wir, im wahrsten Sinne des Wortes, vor der Tür lassen. Ne? Das tut auch immer noch sehr weh. Das glaube ich. Also nicht nur die Familien sind natürlich, also auch wir haben natürlich total Angst, dass dieses Virus hier reinkommen könnte, weil das durch die Gemeinschaftsräume dann halt, wenn die als Gemeinschaftsräume weiter genutzt werden, einfach ganz schnell gehen kann, dass sich das verbreitet. Und was das dann bedeutet, das will man sich halt einfach gar nicht ausmalen. Nein, ne? Nein. Weil wir gar nicht alle Familien wirklich 100% separieren könnten. Also man kann denen keine Quarantäne. Und die Behandlungen müssen ja weitergehen. Ne? Ja. Also die Behandlungen müssen ja einfach weitergehen. Und wenn jetzt ein betreuender Elternteil infiziert wäre, das Kind vielleicht nicht, wer geht dann mit dem Kind rüber ins Klinikum? Da sagt das Klinikum ja dann auch nein. Also das ist eine ganz schwierige Situation, die wir natürlich gedanklich schon tausendmal durchgespielt haben mit Schweiß auf der Stirn. Aber weswegen wir da echt auch so penibel und pingelig sind. Und hier, ne? Und generell sind wir ja auch ein sehr offenes Haus. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten machen wir Tag der offenen Tür. Ja. An einem bestimmten Sonntag im November. Und das ist uns ja alles gar nicht möglich. Ne? Und also wir saßen zu Hause und haben diesen Tag schmerzlich vermisst, obwohl er sonst so viel Arbeit bedeutet einfach auch. Ja, das glaube ich. Also St. Martin ist ausgefallen und Nikolaus steht jetzt vor der Tür. Auch da müssen wir anders umgehen. Weihnachten hat jemand für alle gekocht. Hier alle saßen zusammen an einem Tisch oder Silvester auch. Das wird es leider alles nicht geben dieses Jahr. Das ist natürlich vor allen Dingen, das ist ja auch etwas, wo man viel Kraft auch durchschöpfen kann. Ne? Sie haben eben auch nochmal extra die ehrenamtlichen Helfer erwähnt. Ist es eigentlich im Laufe der Jahre schwieriger geworden, Frau Langwieler, Sie können das wahrscheinlich am ehesten beurteilen, ehrenamtliche Helfer dafür zu finden? Gab es da eine Veränderung, jetzt unabhängig von Corona? Also die Bereitschaft ist grundsätzlich bei uns noch groß. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, der Altersdurchschnitt ist schon sehr hoch bei unseren Ehrenamtlichen. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Jüngeren, der uns dann auch wirklich tatkräftig unterstützt. Also zu Nicht-Corona-Zeiten haben wir natürlich auch Veranstaltungen, wo wir auf ein Zelt aufbauen müssen. Mhm. Und auch schon schleppen und hier und da. Also da, der ein oder andere, der noch jünger wäre, würde uns schon gut gefallen. Also wenn da draußen jüngere Leute sind, die mal eine tragende Rolle übernehmen wollen, die sind natürlich auch gerne in Essen dann willkommen. Wir haben das Prinzip, dass jeder ja hier seinen Platz suchen kann. Jeder sollte seiner Begabung nach das für uns geben, was er auch leisten kann. Wir wollen keinen verpflichten. Das heißt, wenn jemand sagt, ich komme jetzt jeden Sonntag zum Elterncafé, dann ist das total klasse und entlastet uns auch super. Und wenn jemand sagt, ich kann aber besser stricken oder der andere kann besser handwerken, dann findet er seinen Platz hier bei uns auf jeden Fall. Ja, eine Spendensammlung, um mal langsam Sie nicht weiter auf die Folter spannen zu wollen, aber eine Spendensammlung ist ja dieses Jahr, also die normalen Spendensammlungen wie Fußballturniere oder Gebäckverkauf oder was die Menschen so machen, da dürfte ja wahrscheinlich dieses Jahr auch weniger oder quasi kaum was an Veranstaltungen gewesen sein, ne? Ihnen, denke ich mal. Veranstaltungen sind wirklich seit Mitte März, als der erste Lockdown war, ist halt
komplett alles abgesagt worden. Also, und das ist, wir haben so manche größere Veranstaltungen, die andere für uns machen, wie zum Beispiel so ein sehr großer Bücherflohmarkt, ist schon seit 10 Jahren oder so, ne? Das ist wirklich ein großes Ding, wo 4-stellige Summe bei rumkommt oder auch schon mal eine 5-stellig, glaube ich, also die ganz engagierte, tolle. Der ist dieses Jahr wahrahrscheinlich leider auch ausgefallen dann, ne? Ja, genau. Sowas fällt halt einfach gnadenlos weg. Wenn ich hier meinen Ordner raushole und gucke, wo überall abgesagt steht, dann kommen mir die Tränen in die Augen. Ne? Das ist wirklich dramatisch. Ja, das glaube ich. Also deshalb haben wir uns umso mehr gefreut. Wir sind ja glücklicherweise, dadurch, dass wir die ungewöhnliche Variante nehmen, sondern halt direkt im Internet sammeln, in Livestreams, wo die Menschen ja in dem Fall dann glücklicherweise keinen persönlichen, körperlichen Kontakt pflegen müssen, um Sachen zu spenden, dass wir davon glücklicherweise relativ unbeeindruckt waren, muss ich sagen. Das ist ja, hat ja dann auch was für sich. Und ja, um Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen zu wollen, wir haben, man sieht im Hintergrund, sehen die Zuschauer schon oben an der Pinnwand unseren eigenen Scheck, den wir dieses Jahr erstellt haben. Der Betrag ist sichtgeschützt, da kann man auch nicht durchgucken. Auf Ihrer Better Play-Seite selber sind ja 235 Euro sind eingegangen auf Ihrer Better Play-Seite. Die sind Ihnen ja auch aufgefallen, weil die alle an einem Tag reinkamen. Da standen auch entsprechende Texte, schöne Texte zu. Auf Ihrem Girokonto konnten Sie auch nochmal 50 Euro zuordnen anhand des Verwendungszweckes, dass der Name unseres Events 7 Days to Charity drin stand. Wir hatten aber noch eine eigene Better Place-Seite. Also man kann selber als Spendenveranstaltung kann man eine anlegen und verlinkt dann darauf automatisch Ihre Einrichtung. Die müssen dann aber auch auf Better Place sein. Und da können Sie jetzt vielleicht gerne mal den Scheck langsam in die Hand nehmen. Da ist natürlich ein ganz kleines bisschen mehr zusammengekommen. Aber auch hier haben wir, das ist so wie so ein kleiner Ameisenhaufen. Wir haben dann versucht, es haben halt viele, viele, viele Menschen gespendet. Wir kriegen ja bestimmt mal ein Foto von dir, für die Zuschauer gerade mal unten diese vielen Namen, die da stehen. Das sind die Namen aller Spender, die sich also finanziell beteiligt haben. Wobei es nicht nur um die finanzielle Hilfe geht. Jeder, der an diesem Event irgendwie teilgenommen hat, sei es denn in Gedanken oder zugeschaut hat und Anteil genommen hat an ihrer Einrichtung und an dem Schicksal der Kinder, hilft ja auch. Also allein, um es ins Bewusstsein zu rücken, dass es solche Einrichtungen gibt. Man wünscht es ja niemanden, aber vielleicht braucht ja mal jemanden auch ihre Einrichtung. Und dann weiß man wenigstens, dass es sowas gibt. Naja, und zu den 285 Euro, die Sie ja schon kennen, ist oben noch ein kleiner Betrag hinzugekommen von vielen, vielen, vielen Leuten. Also viele kleine Spenden können was Großes bewirken, denke ich mir. Nehmen Sie das gerne mal ab da oben, das Blaue, wenn Sie es abkriegen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu festgeklebt. Das ist von vorne und von hinten angeklebt. Das ist. Hier muss ich mal reißen. Ja. Hinten können Sie es ruhig erstmal dran lassen. Jetzt abmachen? Ja, oder? Ziehen Sie es einfach ab, ja. Ist ja laminiert. Wie verrückt seid ihr denn? Die sind sehr verrückte Menschen. Sie sind sehr begeisterungsfähige Menschen. Unheimlich viele liebe Menschen. Das sind die 35.000 Euro sind, das ist kein Fake. Die sind echt. Die werden Sie auch dann auf Better Place wiederfinden. Jetzt ist der Ton auch. Eine großzügige Aufrundespende am Ende, um da eine ganz runde Summe draus zu machen. Also auf unserer Better Place-Seite sind es dann die 34.715 Euro plus die 285, die Sie ja schon kannten. Ja, also ich bin sprachlos. Also, verstehe das gar nicht. Wie das gehen kann. Das ist der Hammer. Niemals gedacht. Niemals. Wir auch nicht. Es ist toll. Ja, ich glaube, das wird dieses Jahr vielleicht auch richtig helfen.
Also gerade, wo dieses Jahr auch ein schwieriges ist. Und das ist das, was das immer so ausmacht, ne? Warum man es auch gerne macht. Und weil wir natürlich auch wissen, wofür es ist und von wem es ist. Ne? Genau. Und deshalb machen wir auch dieses Interview. Das meine ich mit Vorschusslorbeeren an der Stelle. Das ist unglaublich. Das ist super. So, und also, großartig. Das rechtfertigt vielleicht auch ein bisschen diesen Videoaufwand, den wir da gerade betreiben. Aber Sie müssten auf Ihrer Welt der Playstation haben Sie ja noch einen offenen Bedarf von, ich glaube, 24.000 oder noch was. Sie müssten dann nochmal einen aufmachen. Und das ist auch der Grund, warum wir das noch nicht transferieren konnten. Erstmal hätten Sie eine E-Mail bekommen vom Better Place und zweitens haben wir leider zu viel Geld. Also Sie müssten dann nochmal einen Bedarf. Der Bedarf ist natürlich immer da bei Ihnen. Ne? Also der ist ja mit 24.000 Euro nicht abgedeckt bei dem ganzen Haus. Aber das ist jetzt erstmal der, der auf Better Place angemeldet ist. Da müssten Sie noch mal einen reinstellen. Ja. Und dann können wir das auch sofort übertragen. Das können wir gerne auch noch nachher machen oder morgen gleich. Dann ist das auch wirklich fest bei Ihnen. Wir sind jetzt erstmal fertig, ne? Das glaube ich. Ja, aber trotzdem. Danke. Also, ja, man kann es nicht mit Worten beschreiben. Es ist gerne. Einfach sensationell. Das ist so viel wert für uns einfach, ne? Das ist toll. Und auch, ne, dann so Luft, auch, ne, ja. Boah. Das Jahr ist gerettet, ne? Ja. Da muss hier mal ganz schön oft Geburtstag haben und keine Kerzenständer wollen. Ja, genau, das stimmt. Also, so, was ist noch kommt, ne? Ja. Ja, Hammer. Also wir haben uns auch gefreut, dass wir, glaube ich, ganz gut helfen können dieses Jahr. So, ich glaube, wir nähern uns jetzt mal dem Ende des Interviews. Wir können uns gleich noch ein bisschen unterhalten und ich freue mich jedenfalls, dass wir da eine schöne Einrichtung gefunden haben dieses Jahr. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich gehe davon aus, dass die ganzen vielen Helfer und Spender das auch so sehen. Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Frau Langwiler muss gleich erstmal die Vorstandsrunde schreiben. Sie können gerne gleich zum Telefon greifen. So, dann bedanke ich mich nochmal vielmals bei Frau Langwiler und bei Frau Krieger für die viele Zeit, die Sie sich hier auch genommen haben. Ja, gleichfalls. Und ich schicke noch Fotos und dann könnt ihr gucken, was ihr da. Das wäre schön. Ein bisschen kriegen können, wie es hier aussieht. Genau. Herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der mit beteiligt war. Das super. Werden wir so weitergeben an alle Teilnehmer und die Spender und haben viele Menschen geholfen. Und eine richtig großartige Sache. Dankeschön. Okay. Super, danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Universitätsklinikum Essen. Ja, hier müssen ganz viele Familien mit ihren Kindern hin, weil die Tumorart oder die Behandlungsart es notwendig macht, halt nach Essen zu kommen. Und man sieht auch direkt hier das passende Tatütata. Und hier fängt auch schon das Gelände des Universitätsklinikums an. Und ein Steinwurf entfernt sozusagen, quer über die Kreuzung, sehen wir das Elternhaus. Hier an der Ecke mit den türkisfarbenen Erkern, das ist unser Neubau, der jetzt im letzten Jahr mit zusätzlichen 13 Zimmern eröffnet wurde. Und der Rest des Baus wurde 2001 und 1992 eröffnet. Hier sind wir jetzt im Elternhaus, gehen die Treppe hoch und kommen direkt zum Empfangsbereich, wo auch zwei Mitarbeiterinnen des psychosozialen Dienstes gerade sitzen und die hier die Familien in Empfang nehmen und ja auch immer für alle möglichen Probleme ansprechbar sind, wenn sie nicht gerade durchs Haus laufen. Ja. Weiter geht man dann hier in eine der Küchen. Es gibt drei Gemeinschaftsküchen. Das ist die Küche des Zehnerhauses, des allerersten Hauses. Hier normalerweise tummeln sich die Familien. Jetzt ist hier Absperrband. Schöne Musik dafür. Auch hier sind die Platten abgeklebt, damit immer nur eine Familie gleichzeitig kocht.
Hier geht es jetzt in den Neubau. Auch hier gibt es eine Gemeinschaftsküche. Auch hier ist der Tisch leider abgeklebt und ganz viele Warnhinweise, was man zu tun und zu lassen hat. Ja. Jede Familie hat hier einen eigenen Kühlschrankplatz. So sieht das aus. Und es sind ja eigentlich drei Häuser, also die nebeneinander stehen und auch im Erdgeschoss verbunden sind. Das heißt, es fehlt noch eine Küche. Zeige ich euch auch, aber da ist im Moment Baustelle. Weil die ist auch schon fast 30 Jahre alt, die musste jetzt einfach mal erneuert werden. Die Renovierungsarbeiten haben leider lange, lange Zeit gestockt, dadurch, dass wir auch keine Handwerker hier reingelassen haben. Und das ist natürlich schade. Hier geht es nun in unseren Gemeinschaftsbereich, in einen der Gemeinschaftsbereiche, wo die Familien sich aufhalten und normalerweise auch essen können. Das dürfen sie jetzt gerade ja leider nicht. Auch der Tisch leider abgeklebt. Normalerweise ist hier auch ein Durchgang zur anderen Küche. Der ist jetzt leider zugesperrt mit einem Regal und einer Trennwand. Ja, immer für die Sicherheit der Familien und der Kinder. Und kommen hier zu unserem Spielzimmer, was kürzlich auch renoviert wurde, also aufgehübscht wurde. Ui, ich gehe mal einen Schritt zurück. Da haben zwei Mitarbeiterinnen des psychosozialen Teams sich ein Thema ausgedacht, nämlich Unterwasserwelt, und haben so ein bisschen die ganzen Spenden, Sachspenden, Spielspenden, Sachen, die sich so mit der Zeit angehäuft hatten, sortiert. Manches auch aussortiert. Hier ist eine Elternsitzecke. Das ist schon ganz, ganz lange bei uns, sage ich mal, hier dieses Kletterding, und immer wieder super. Die Kunsttherapeutin aus dem Uniklinikum hat ehrenamtlich hier unsere Wände so toll bemalt. Ganz viel haben wir uns dazu hiervon auch angeschafft, auch durch eine Spendenaktion Better Place. Hier sind wir in einem klassischen Mutter-Vater-Kleinkind-Zimmer. Wartet auf die Bewohner. Es ist schlicht gehalten, es ist ein kleiner Schreibtisch mit Lampe, für die Eltern natürlich ein Bett und auch Schränke, wo man seine Dinge unterbringen kann, und ein eigenes kleines Badezimmer. So, hier gucken wir uns nochmal ein größeres Zimmer an. Das ist jetzt eigentlich das größte Zimmer, das wir haben, eins der größten. Hier haben also Platz ein größeres Kind oder Erwachsener, ein Kleinkind und sogar noch zwei Erwachsene. Man könnte sogar theoretisch hier unten auch noch eine Matratze rausziehen. Das ist natürlich in der Masse gar nicht unbedingt gewünscht, weil der Aufenthalts-, der Gemeinschaftsbereich ja auch nur eine begrenzte Menge an Platz zulässt. Aber für Besucher am Wochenende, alles, was dem Kind gut tut, ist gut. Eine schöne neue Errungenschaft durch den Neubau ist hier für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein kleiner Fitnessraum, weil die Familien ja oft gar nicht groß vor die Tür kommen wegen der immungeschwächten Kinder. Und so können auch sich die Erwachsenen hier mal ein bisschen austoben. Was hier noch fehlt, ist aufgehübscht sein. Es sind noch weiße Wände. Und hier haben wir auch mal gespendet gekriegt. Ein super Kicker. Und hier ist auch der Bastelraum. Auch ein bisschen Chaos, weil er gerne mal als Ablage für irgendwas dient. Im Moment auch nur mit einem kleinen Tisch, weil halt auch immer nur eine Person stehen soll. Hier ist jetzt allerdings schon was vorbereitet für die Nikolausfeier. Es liegen noch ein paar Gäste rum. Ja, und hier kann man sich hauptsächlich Papier, Schere, Glitzer, Programm, alles nehmen, was man möchte. Und sich ein bisschen austoben. Was vielleicht noch beeindruckend ist, ist die Elternhauswaschküche, weil die Betten sind ja bezogen und es werden täglich für 35 Zimmerbetten bezogen, abgezogen und so weiter und so fort. Auch das ist ganz schön viel Arbeit. Was das Wetter leider nicht mehr hergibt, so richtig toll, ist der Außenbereich, der eigentlich total schön ist hier, auch mit einem kleinen Spiel, mit einer kleinen Spielmöglichkeit für die Kinder und einer tollen Sonnenterrasse, wo normalerweise ganz, ganz viele Tische stehen. Aber im Winter natürlich leider nicht. Im Sommer beim Lockdown war das natürlich super, dass die Familien hier raus konnten und hier ganz viel Zeit verbringen konnten.
Weihnachtsbaum so. Ich nutze mal die Gelegenheit, um eine Außenansicht zu zeigen. Häuser. Die beiden gehören zu uns und auch noch das Eckhaus, was man dahin sieht. Das ist der Neubau von der Hinterseite aus. Du hattest mir erzählt, dass ihr da mit Pfeil, ne, mit Pfeil und Bogen rumrennt und euch gegenseitig über den Haufen schießt, ohne Blutspritzer. Ich hatte so eine vage Vorstellung davon, weil ich einen fast 15-jährigen Fortnite-süchtigen Sohn irgendwie zu Hause habe. Ach so, alles klar, ja, dann ist ja alles geklärt. Genau, deswegen hatte ich vielleicht so eine ungefähre Vorstellung davon, dass ich sitze dann auch mal, ne, mit so einem Headset und manchmal höre ich irgendwie oder das Geschrei aus dem Kinderzimmer, so, ne, wo dann irgendwelche, nein, das sollst du doch nicht jetzt dann auch, bam, haut das. Das kann bei uns auch passieren. Das auf den Tisch und dann gehe ich manchmal rein und sage, wenn du nicht aufhörst zu schreien, zieh ich dir einen Stecker. War das nervt. Das kommt bei uns jetzt weniger vor, aber auf Alter schützt vor Aufregung nicht, sage ich mal so. Jede Hilfe ist sie noch so klein, immer gern gesehen. Bist du da und hilfst auf deine Weise? Wird ein Lächeln und Lachen dein Lohn sein? Super Event. Finde die Aktion toll. Und das Zuschauen hat auch Spaß gemacht, Smiley. Danke für euren Einsatz. Heute gibt es jetzt schon einen sehr großen Gewinner, die Kinder. Ja, das stimmt. Kleiner als 3. Das stimmt. Wir sind nun wieder alle da für die Kinder, ein Hurra. Ein kleiner Beitrag von mir. Aber zusammen sind wir ganz groß kleiner als 3. Ich hatte vorhin keinen Reim. Das darf dann so nicht sein. Deshalb noch eine Spende. Mit einem schönen Reim am Ende. Kleiner als 3. Ob Kackel oder Fnüppel, ist doch einerlei. Ihr seid echt klasse, Smiley, kleiner als 3. Ein kleiner Beitrag vom VVN, Verein Vergesslicher Nachlader. Dankeschön, Menedon. Den Schnitzel mal nen Riesendank. Den Wal, den Asrak mit auf der Bank. Warten auf, dass das Los sich wendet. Für die Kinder, Leute, spendet. Danke euch 3 für diese großartige Aktion. Seit 5 Jahren kleiner als 3. Wir danken euch. Das ist das Wichtige. Euch allen. Da haben wir zu danken. Komm, ich habe lange über alles nachgedacht. Ich habe den Verdacht, dass du weniger sterben musst. Meine Überlegung ist aber noch eine Alpha-Alpha. Sehr cool. Okay. Ja, vielen Dank an alle. Ja. Super. Gut. Gönnt euch morgen mal eine Flasche Prosecco für die ganze Mannschaft. So, könnt ihr ja auch machen. Ist ja eine Mischkalkulation. Das war schon. Oder jetzt. Okay. Okay. Bis dann. Macht's gut. Ja, tschüss. Danke.